zwar ein sehr emotionales Gefühl, ich sage ein historisches Ereignis war das für uns hier im Verein. Denn wie bekannt ist, arbeiten wir seit 1976 an der Idee eines Industriemuseums, weil ja auch diese große Veränderung in den 70er Jahren der Maschinentechnik vorhanden war, von der klassischen Weberei zum Automaten. Und wir haben hier lange gekämpft, bis wir dieses Museum eröffnet hatten. Und wir waren sehr stolz drauf. Das war im Mai 1998. Ja, ich heiße Bernd Hartmann und bin, seitdem wir den Verein gegründet haben, der Vereinsvorsitzende. Die Wende war ja für die Bandweberei erstmal ein Tiefschlag, weil ja alles auf einmal auf Null runtergefahren wurde. Wo wir vorher große Produktionen hatten, wo die Maschinen von 1. Januar bis 31. Dezember durchweg liefen in drei Schichten und mit einem Schlag war vorbei. Und man musste sich dann doch erstmal wieder neu orientieren. Und auch die Meinung aus vielen Köpfen herausbringen, die gesagt hatten, Bandindustrie ist tot, brauchen wir nicht mehr. Aber die Vergangenheit hat es ja bewiesen, Bänder braucht man immer wieder. Man musste sich nur neu orientieren. Und das war im Anfang nicht so leicht. Und somit ist auch uns der Gedanke gekommen, wie können wir diese Zeit der großen Bandherstellung hier im Territorium bewahren. Wie können wir das dokumentieren, auch der Nachwelt nachstellen? Jetzt fehlt uns nur noch der Raum, wo wir es wieder präsentieren können. Und das ergab sich dann hier mit der alten Firma IG Schurich. Und das ganze Gebäude wurde dann unter dem Namen Kulturfabrik hier in Großhörstorf bekannt. Wo in dem Gebäude ja nicht nur das Museum der Bandindustrie, wo wir über 300-jährige Geschichte der industriellen Entwicklung zeigen. Also nicht schlechthin bloß eine Bandfabrik, sondern die Entwicklung von den einzelnen technischen Maschinen wird hier gezeigt und alles funktionsfähig. Und jeder Besucher, der einmal hier gewesen ist, sagt, es ist unwahrscheinlich, wie die früher gearbeitet haben und wie sie Technik, vor allen Dingen die Technik, wie das mechanisch alles so funktioniert hat, damit hinten ein ordentliches Produkt rauskommt. Also die Maschinen liegen mir alle am Herzen. Also eine Lieblingsmaschine, wo ich sage, die tue ich bevorzugen, gibt es nicht, denn die Bandwebmaschinen, ich meine, wir haben verschiedene Charaktere der Maschinen. Das sind die einfachen Exzenterwebmaschinen, die jeder bedienen kann. Aber dann habe ich schon die Schaftmaschinen, wo ich dann mit der Senkkette programmieren muss und am kompliziertesten und am ehrfürchtigsten, wo ich sage, hier habe ich auch Respekt davor, sind die Schakartmaschinen. Eine Schakartmaschine ist von Laien ganz kurz gesagt, man kann jeden Faden einzeln steuern und heben und senken, wie man möchte. Also die sind immer mit einer besonderen Liebe zu betrachten, weil die sehr kompliziert sind. Aber ansonsten habe ich sie alle gerne und ich freue mich immer wieder, wenn sie alle laufen. Die Bandweberei, würde ich sagen, wird nicht mehr in den Größenordnungen da sein, wie man es von früher gekannt hat. Aber Bänder werden immer gebraucht. Und wir tun den Leitspruch legen, von der Wiege bis zur Bahre, Bänder braucht man in jeder Lage.